was also hier hauptsächlich bisher Studierende der sozialen Arbeit dort belegen können. Wir bezeichnen sie als einen langjährigen und gut funktionierenden Kooperationspartner. Es besteht ein gut funktionierender Austausch sowohl in der Studierenden- als auch Professoren- und Dozentenmobilität. Derzeit ist eine Studentin aus dem Studiengang Soziale Arbeit dort. Und es ist auch nicht so weit weg für die, die vielleicht doch immer überlegen, auch mal wieder herzukommen während so eines Auslandssemesters. Dann kann man auch mal nach Hause fahren. Ja, jetzt sehe ich, dass Frau Dörnberger da ist. Herzlich willkommen. Ganz herzlich willkommen. Ich bin heute aus Österreich da, aus der Stadt St. Pölten, der Fachhochschule St. Pölten. Und ich starte gleich los. Ganz kurz, damit man sich vorstellen kann, wie die Fachhochschule St. Pölten aussieht, wie groß wir sind, wo wir uns befinden. Wir sind eine junge Fachhochschule, haben 3.500 Studierende so ungefähr, 350 Lehrende und Forscher, zahlreiche Partnerhochschulen, 13 Bachelorprogramme, 14 Masterprogramme, haben einen sehr interdisziplinären, innovativen und praxisorientierten Ansatz und befinden uns, wie bereits gesagt wurde, gleich in der Nähe von Wien und sehr zentral innerhalb von Europas mit Zug circa 30 Minuten, bis man in Wien ist und sonst auch gut angeschlossen an Deutschland selbstverständlich, aber auch Prag, Budapest, Bratislava und so weiter. So sieht unser brandneuer Campus aus, der jetzt im Herbst 2021 fertiggestellt worden ist. Haben ganz tolle Labs und Studios und sehr, sehr viele Aufenthaltsbereiche für Studenten, die jetzt gerade neu sind. Eine ganz tolle Bibliothek, sehr viele neue Seminarräume und auf jeden Fall ein Besuch wert. Wir sind sehr stolz drauf. Das sind jetzt ein paar Einblicke, wie es bei uns mittlerweile ausschaut. Hier die Mensa, wo man auch gleich in den Außenbereich ein bisschen rausblinzeln kann. Hier unsere Aula. Ja, und hier ein kurzer Einblick in unsere Labs. Aha, das funktioniert jetzt auch nicht wegen den Videos, dann überspringe ich es. Gerne aber auf unserer Webseite noch anschauen oder hinterher. Ganz kurz, damit man eine Vorstellung hat, was die Fachhochschule St. Pölten ausmacht, was für eine Art von Hochschule wir sind. Wir haben wir haben Klassenverbände, das ist in Österreich nicht immer selbstverständlich. Das heißt, die Studenten, die innerhalb von einem Studienjahr studieren, sind auch wirklich vom ersten Semester bis zum sechsten Semester beziehungsweise ersten Semester bis zum vierten Semester in den gleichen Kursen, was als Austauschstudent insofern nett ist, dass man die Leute, die man in dem einen Kurs hat, wahrscheinlich in den anderen Kursen auch noch einmal trifft. Relativ kleine Klassengrößen, das heißt, das Verhältnis von Studierenden und Lehrenden ist relativ gering. Projektarbeiten, habe ich eh schon erwähnt, sind bei uns groß geschrieben, auch für die Kurse, in denen internationale Studierende teilnehmen können. Also grundsätzlich sehr praxisorientiert. Und was in heutigen Zeiten jetzt auch wichtig ist, wir sind mittlerweile sehr gut ausgestattet für die Fernlehre. Ja, da habe ich jetzt eh schon erwähnt, sehr zentral innerhalb von Österreich, aber auch in Europa. Man sieht uns da direkt neben Wien. Aber auch andere österreichische Städte sind sehr, sehr gut erreichbar. Die Stadt St. Pölten hat an die 60.000 Einwohner, ist schrägerweise die jüngste Landeshauptstadt in Österreich, aber die älteste Stadt überall. Also praktisch, hier gab es schon Besiedelungen, als die ersten Anzeichen der Menschheit überhaupt waren. Also St. Pölten war schon sehr früh beliebt in der Menschheitsgeschichte. Barockes Stadtzentrum, drei Hochschulen mit der St. Pölten. Also mit unserer Hochschule und grundsätzlich gute Lebensqualität. Kulturell haben wir einiges zu bieten. Sportangebot, Outdoor-Angebot, Einkaufen. Also grundsätzlich eine Stadt, die alles hat. Das ist mal so ein Blick von oben auf die Stadt St. Pölten.
Und grundsätzlich sind wir international sehr aktiv, haben sowohl viele Outgoings als auch Incomings. Ist jetzt natürlich durch Corona ein bisschen abgeflacht, aber es wird jetzt wieder, die Zahlen steigen wieder. War schon letztes Semester so und ist auch dieses Semester bereits schon wieder so. Das akademische Jahr geht bei uns jetzt ganz konkret fürs Sommersemester vom 15. Februar bis zum 2. Juli. Im Wintersemester starten wir im September und sind um den 5. Februar herum fertig. Studiensprache ist bei uns großteils Deutsch. Wir haben aber auch englische Semesterprogramme. Ist aber wahrscheinlich für den Großteil von Ihnen eh nicht unbedingt relevant. Ja, dann ein kurzer Überblick über unsere Departments. Das eine Department, Digital Business und Innovation, hat einerseits einen Management-Schwerpunkt und einen betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt, andererseits aber auch einen ganz großen Schwerpunkt auf Marketing und Kommunikation, Digitalisierung und natürlich auch Management und so weiter. Also grundsätzlich ein sehr starker Digitalisierungs, Schwerpunkt bei uns und auch ganz groß im Bereich Marketing. Medien und digitale Technologien haben wir Bachelor- und Masterprogramme im Bereich Medienmanagement, aber auch eher in die technische Richtung mit Digital Media Production, Interactive Technologies oder Smart Engineering. Computer Science and Security ist eben, wie der Name schon sagt, der IT-Security-Schwerpunkt sehr stark vorhanden, aber durchaus auch Data Intelligence oder Data Science. Und natürlich unseren Research Master, also Applied Research and Innovation in Computer Science, hat einen sehr starken Fokus auf die Möglichkeit, nach dem Masterstudium weiter in der Forschung zu bleiben im IT-Bereich und da auch schon wirklich eine Vorbereitung auf Richtung Forschung. Bahntechnologie und Mobilität ist bei uns nochmal in der Technologie zu Hause. Und dann natürlich die Gesundheit mit Diätologie, Krankenpflege, Physiotherapie und auch Digital Healthcare. Und die soziale Arbeit mit dem Bachelor und dem Master in soziale Arbeit. Grundsätzlich, wie ich schon erwähnt habe, haben wir Semesterprogramme in Englisch. Was für deutsche Studenten oft interessant ist, ist unser European Project Semester. Da werde ich später noch mal kurz darauf zurückkommen. Und das iLab, die sind zwar in Englisch, also grundsätzlich haben sie die Möglichkeit, auch deutsche Programme zu machen, ist aber ein sehr einzigartiges Format, weshalb es von Studierenden unserer Partnerhochschulen auch oft gewählt wird, selbst wenn die Partnerhochschulen in Deutschland sind. Ja, da sind wir schon beim European Project Semester. Das ist ein Programm, das sich auf den Bereich Medientechnologien, Medienproduktion und Smart Engineering bezieht. Mittlerweile haben wir auch Data Science im Programm. Ist vollkommen auf Englisch, hat insgesamt 30 ECTS und ist anders als die traditionellen Semesterprogramme. Das heißt, wer das European Project Semester bei uns macht, macht keine klassischen Kurse, aus denen sich dann die 30 ECTS zusammensetzen, sondern arbeitet ganz intensiv innerhalb eines Semesters nur an einem Projekt und hat dazu begleitende Lehrveranstaltungen. Und das iLab, das Interdisciplinary Lab, ist vom Format her ein bisschen vergleichbar, nur dass der Schwerpunkt woanders ist. Also vor allem dadurch, dass das EPS einen sehr starken inhaltlichen Schwerpunkt hat und deswegen der Teilnehmendenkreis begrenzt ist. Ist das iLab grundsätzlich für alle Studiengänge offen? Und die Idee dabei ist es, dass man das interdisziplinäre Zusammenarbeiten, aber auch das interkulturelle Zusammenarbeiten fördert, indem man den Studierenden konkrete Probleme gibt, die sie lösen. Und ist insofern interessant, weil man auch dadurch das unternehmerische Denken fördert und die Studenten darauf vorbereitet, wie es wäre, wenn man
mit einer Idee ein Unternehmen gründet oder eine Idee anderweitig in einem interdisziplinären, internationalen Team umsetzt. Dann gibt es natürlich unseren Campus Media, wo auch Austauschstudenten ganz herzlich eingeladen sind, sich zu beteiligen. Wir haben ein Campus Radio, wir haben ein Campus Fernsehen, wir haben ein Campus Magazin, was von den Studierenden sehr gern gewählt wird, sei es, weil sie tatsächlich aus dem Bereich Journalismus, Medien kommen, teils aber auch einfach, weil die Studenten die Möglichkeit nutzen wollen, in ihrer Studienzeit mal ein bisschen außerhalb ihren regulären Unterricht sich zu engagieren, weil es nett ist, Leute kennenzulernen, weil es nett ist, die eigenen Ideen umzusetzen. Deutschkurse haben wir auch, ist jetzt wahrscheinlich für Studierende aus Deutschland nicht so interessant, es sei denn, es gibt Studierende unter Ihnen, die Deutsch nicht als Muttersprache haben und da noch ein bisschen Hilfe haben wollen beim Folgen des Unterrichts auf Deutsch. Dann gibt es unseren fortgeschrittenen Kurs, was interessanterweise bei unseren deutschen Austauschstudierenden durchaus beliebt ist unser Scouting Austrian Culture Kurs oder österreichische Kultur entdecken. Der läuft seit diesem Semester, ist also ein brandneues Format und hat zum Ziel, Studierende in Blöcken, also in Unterrichtsblöcken und Workshop-Einheiten mit der österreichischen Kultur bekannt zu machen, läuft auf Englisch. Und wird von internationalen Studierenden sehr gern gewählt und ist eine Mischung aus Workshops, Informationen, Reflektieren und kann durchaus auch interessant sein, weil man dann doch immer wieder draufkommt, okay, Deutschland ist zwar das Nachbarland und wir haben die gleiche Sprache, aber es gibt dann doch Sachen, die anders sind, die man dann entdecken kann, was auch sehr reizvoll sein kann. Studentenheime gibt es bei uns drei, alle in sehr, sehr, also in unmittelbarer Nähe der Fachhochschule im Prinzip. Also man geht aus der Tür raus und ist in circa 5 Minuten da. Von den Kosten her sind es ungefähr 320 Euro im Monat. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich in St. Pölten um eine Privatunterkunft oder eben auch eine WG, eine Wohngemeinschaft umschaut. Ist von den Preisen her natürlich je nachdem, wie die Ansprüche sind, aber auch Wohngemeinschaften sind auch so im Bereich 300 Euro angesiedelt, 350 vielleicht im Schnitt. Und als letztes haben wir noch unser International Student Network, unser ISN, das aus freiwilligen Studierenden der Fachhochschule St. Pölten besteht. Und das ist so eine Art Welcome Service für International Students. Also einerseits unser Buddy-System, jeder Student, der aus dem Ausland nach Österreich kommt und bei uns in der Fachschule St. Pölten studiert, bekommt einen Buddy zugeteilt. Und der Buddy ist dann dafür zuständig, dass er bei der Integration unterstützt, für Fragen da ist. Und dann gibt es auch ein gesamtes Buddy-System, wo die Buddies für die internationalen Studierenden gemeinsam mit dem ISN verschiedene Ausflüge organisieren, Events, Tagesausflüge, was gerade in dem Semester für die Buddies gerade aktuell ist, was sie gern anbieten wollen. Oben sieht man ein Bild vom Teambuilding, das am Anfang des Semesters stattfindet, damit sich die internationalen Studierenden untereinander kennenlernen. Und unten sieht man eine Gruppe von Austauschstudierenden in Wien vor dem Stephansdom bei einem Tagestrip, den das ISN organisiert hat. Wichtig noch natürlich die Bewerbungsdeadlines. Für Wintersemester war es der 15. Mai, bis nächstes Semester ebenso wieder. Und für Sommersemester ist es der 15. November. Das heißt, jetzt wäre die Möglichkeit, sich noch zu bewerben. Die Bewerbungen gehen an meine E-Mail-Adresse, also an incomingstudents@fh.ac.at. Und die Details findet man sehr, sehr gut aufgeschlüsselt auf unserer Webseite, wo hier auch der Link ist. Das ist unser Team. Ich bin hier unten für die Incoming-Studierenden zuständig. Und auch meine Kollegin Claudia Krötzl hat auch immer wieder mit den Incoming-Studierenden zu tun.
Also das sind zwei Gesichter, die man sich merkt, wenn man bei uns ist. Und das war schon das Ende von der Präsentation. Wir freuen uns sehr über Bewerbungen. Wie gesagt, wir haben jetzt bereits eine Studierende aus Jena in St. Pölten und die hat sich auch gut eingefügt bei uns.